Hallo, herzlich willkommen in der Heilpraktikerschule Nordheide. Herzlich willkommen zur Heilpraktikerausbildung online. Heute wieder ein neues fachliches Thema, und zwar geht es um eine Prüfungsfrage aus Oktober 2019. Ich finde, die Prüfungsfragen eignen sich halt ganz gut, um ein bestimmtes Thema nochmal zu wiederholen und wieder aufzuarbeiten. Und da habe ich mir mal ein Thema aus der Psychiatrie oder Psychologie genommen. Und zwar die posttraumatische Belastungsstörung. Ich weiß, vielen von euch gefällt das nicht so gut. Die würden lieber die rein medizinischen Themen haben. Aber bitte macht euch eins bewusst. Ihr habt in der Prüfung mindestens 14 Fragen Psychologie. Das heißt, wenn ihr dieses Thema gut drauf habt, dann habt ihr einfach schon mal ein ganz großes Plus fürs Bestehen der Prüfung. Das ist das eine. Das zweite, was mir aufgefallen ist, die Prüfungsfragen verändern sich. Und zwar war es zu Anfang wirklich so, dass die Prüfungsfragen viel einfacher waren. Die waren viel oberflächlicher gehalten, die sind nicht so tief in die Materie eingestiegen. Es waren eigene Prüfungsfragen. Es werden jetzt zunehmend Prüfungsfragen wortwörtlich aus der Prüfung vom Kleinheilpraktiker übernommen. Wie zum Beispiel diese Prüfungsfrage hier aus Oktober 2019. Also hier jetzt eine Prüfungsfrage aus Oktober 2019, posttraumatische Belastungsstörung, darum geht es. Ich will mich einmal hier beschäftigen mit der Einteilung der Anpassungsstörungen, die ja in Kapitel F4 der ICD-10 stehen. Also was gehört zu den Anpassungsstörungen? Das ist gerade im Hinblick fürs Verständnis der posttraumatischen Belastungsstörung wahnsinnig hilfreich, auch für die Prüfungsfragen, wenn man da einfach verstanden hat, welche anderen Anpassungsstörungen gibt es da noch, weil die werden oftmals gegeneinander abgegrenzt. So, und dann beschäftigen wir uns aber wirklich auch tiefergehend mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Also das heißt, wir gucken uns die Epidemiologie, die Ätiologie, die Klinik und Therapie der PTBS an. Legen wir also los. Hier erstmal die Prüfungsfrage. Und wir machen das so, wie ihr es schon kennt. Lest euch die Prüfungsfrage durch, oder ich lese sie jetzt mit euch gleich nochmal durch, und dann schaltet ihr kurz auf Stopp, versucht sie zu beantworten. Dann bearbeite ich das Thema mit euch. Also ich löse sie hier noch nicht auf, dann bearbeite ich das Thema mit euch, und am Ende habt ihr die Prüfungsfrage nochmal, und da könnt ihr dann gucken, was habt ihr vom Thema verstanden, und könnt sie hoffentlich dann richtig beantworten. Also, welche der folgenden Aussagen zur posttraumatischen Belastungsstörung treffen nach ICD-10 zu? Symptome klingen innerhalb von 3 Tagen nach belastendem Ereignis ab. Häufig bestehen komorbide psychische Störungen. Traumafokussierte Psychotherapieverfahren sind grundsätzlich kontraindiziert. Nach Trauma entwickeln die meisten der Betroffenen eine PTBS. Typisch ist das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen oder Träumen. So, wie gesagt, ihr macht Stopp hier, überlegt euch die richtige Antwort, guckt, was ihr wisst zur PTBS, und ich gehe jetzt indes weiter. Und wenn ihr fertig seid, macht ihr dann auch weiter hier. Kapitel F4, habe ich gesagt, gucken wir uns zuerst an, die unterschiedlichen Anpassungsstörungen, die da stehen. Kapitel F4 ist ein sehr großes Kapitel in der ICD-10. Da hast du die Angst- und Panikstörungen, die Zwangsstörungen, die somatoformen Störungen, die dissoziativen Störungen. Also ein ganz buntes, großes Kapitel. Aber eben auch die Anpassungsstörungen. Und da unterscheidet man insgesamt 3 verschiedene Anpassungsstörungen. Nämlich die akute Belastungsreaktion, dann die Anpassungsstörung und als drittes die posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS. Alle 3 haben sie etwas gemeinsam, deswegen stehen die auch in einer Gruppe. Und zwar, sie haben als ursächliche Bedingung für das Auftreten der Symptomatik das Einwirken eines äußeren Faktors. Ja? Das Einzige, was sie unterscheidet, ist, dass das zeitliche Auftreten der Störung in Bezug zu diesem ursächlichen Geschehen unterschiedlich ist und auch bezüglich der Dauer der Störung. Ja, aber das ist ja etwas, was Kapitel F ist ja für die psychischen Erkrankungen in der ICD-10, und
Früher war es mal so, als man anfing, die psychischen Störungen einzuteilen, dass man tatsächlich nach einer Ursache, nach einer Ursache gegangen ist, dass man versucht hat, die Störungen nach Ursachen einzuteilen. Man hat gemerkt, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Die meisten psychischen Erkrankungen sind multifaktorielle Geschehen. Man konnte das System nicht halten und dann ist irgendwann die ICD-10 entstanden, die diesen Weg Störung, Ursache verlassen hat. Aber hier bei den Anpassungsstörungen, das ist ein bisschen besonders, da geht es tatsächlich noch zu dem Bezug zu diesem einen ursächlichen Geschehen. Gucken wir uns als erstes nur ganz kurz, ja, die akute Belastungsreaktion an, die erste der dreien, hat eine ausgeprägte, ganz deutliche klinische Symptomatik und einen ganz nahen Bezug zum ursächlichen Geschehen. Und zwar tritt das auf innerhalb von Minuten bis zu einer Stunde nach einem außergewöhnlich belastenden Ereignis und klingt nach 8 bis 48 Stunden. In manchen Prüfungsfragen und in mancher Literatur sagt man 3 Tage auch wieder ab. Beim Betreffenden bestand zuvor keine manifeste psychische Erkrankung. Das heißt, dieses ganze Geschehen trifft dich von 0 auf 100 und das Zustandsbild wird gelegentlich auch als akute Krisenreaktion, psychischer Schock oder als Art Nervenzusammenbruch bezeichnet. Akute Belastungsreaktion. Minuten bis zu einer Stunde nach dem ursächlichen Geschehen tritt es auf. Spätestens nach 3 Tagen klingt es wieder ab. Kann aber in der Zeit sich sehr dramatisch äußern. Dann haben wir die Anpassungsstörung. Das zweite. Hier haben wir eine emotionale Symptomatik und die geht vorwiegend einher und das unterstreicht euch mit Deprimiertheit, Angst, Ängstlichkeit, Besorgnis, innere Anspannung. Ja, tritt auch nach einem psychischen Leben, nach einem belastenden Lebensereignis, sei es psychischer oder physischer Art auf. Der Betreffende leidet erheblich unter den Symptomen und die wirken sich negativ auf seinen Alltag, also auf Beziehung, auf berufliche Leistungsfähigkeit aus. Symptomatik beginnt innerhalb eines Monats nach dem auslösenden Ereignis, also hat ein etwas größeres Zeitfenster als die akute Belastungsreaktion und dauert länger an als bei der akuten Belastungsreaktion. Maximal 6 Monate. Ja, es gibt noch eine Variation, da kann das Ganze bis zu 2 Jahren anhalten. Das ist dann eine Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion. So ein ganz typisches Bild ist hier zum Beispiel ein Mann, der sein Leben lang in hoher Position gearbeitet, auch nicht nur in hoher Position, aber gearbeitet hat, wird plötzlich berentet und sitzt zu Hause den ganzen Tag, hat keine Aufgabe mehr. Ja, und der könnte dann zum Beispiel eine Anpassungsstörung entwickeln oder die Anpassungsstörung auch bei Kindern und Jugendlichen, wenn zum Beispiel Eltern sich haben scheiden lassen oder nach einem Umzug in eine völlig neue Gegend und der Schüler wird dann vielleicht an der neuen Schule gemobbt. Auch das wäre eine Voraussetzung für so eine Anpassungsstörung. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Thema, können wir hier auch wieder verlassen. Auch hier ursächlicher Faktor. Die Anpassungsstörung ist von den dreien die Störung, wo auch die individuelle Vulnerabilität eine Rolle spielt. Das heißt, was bist du für ein Charakter? Also was bringst du da mit? Welche Disposition bringst du mit für eine Anpassungsstörung? Weil es wird ja nicht jeder, der jetzt zum Beispiel berentet wird, erlebt eine Anpassungsstörung, ne? Manche können da ganz gesund mit umgehen, aber manche eben nicht. Also das bedeutet diese individuelle Vulnerabilität und die spielt besonders hier bei der Anpassungsstörung eine Rolle. So, jetzt aber zur posttraumatischen Belastungsreaktion, um die geht es ja hier. Die PTBS, eine Erkrankung, die nach schwersten katastrophalen Belastungssituationen auftritt, charakterisiert ist durch ein ständiges sich Wiedererinnern und Erleben des Traumas, phobisches Vermeidungsverhalten, Abflachung der allgemeinen Reagibilität und Anhedonie, also Freudlosigkeit und eine psychophysiologische Übererregbarkeit, also vegetativ auch sehr starke Reaktionen zum Beispiel.
gucken wir uns aber gleich genauer an. Das wäre so eine kurze Definition. Störung beginnt in der Regel, und das ist jetzt auch hier wieder entscheidend, einige Wochen bis zu 6 Monaten nach dem traumatisierenden Ereignis. Ne? Der Soldat kommt aus Afghanistan, ist erstmal glücklich, wieder zu Hause zu sein, und dann 4, 5, 6 Monate später entwickelt er die PTBS. Oder das ist nicht nur der Soldat, ne? Es kann auch die Frau nach einer Vergewaltigung sein. Jetzt gucken wir uns hier die Auslöser an. Auslöser einer PTBS nach ICD-10. Extrem traumatische Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes, was bei fast jedem Menschen tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Plus, du hast meistens dazu vitale Bedrohung für den Betroffenen oder andere Menschen. Schwere Verletzung, Bedrohung der psychischen Integrität, bei Folter zum Beispiel, oder du wirst Zeuge eines solchen Geschehens. Naturkatastrophen, von Menschen ausgelöste Katastrophen, schwere Unfälle, Kampfhandlungen, Folterungen, Terrorismus, Vergewaltigung oder Verbrechen halt in der Art, schwerste Misshandlungen. Im DSM-5, das ist das amerikanische Äquivalent zu unserer ICD-10, haben wir auch den plötzlichen, unerwarteten Tod eines Familienangehörigen, kann das auch auslösen unter Umständen, oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung, also einfach auch mal im Hinterkopf behalten. Kommen wir zu den Symptomen, und zwar kann man das Ganze, also die Symptome sind so vielfältig, die könnte man gar nicht einfach so oder kann man aufzählen, aber dann hat man einen Sack voller Symptome. Man kann sie aber in 3 Symptomenkomplexe gliedern. Das macht das Ganze einfacher. Und zwar der erste Symptomenkomplex bezieht sich auf das ständige Wiedererinnern des Traumas. Ja, also die betreffenden Personen werden von wiederkehrenden, sich aufdrängenden Erinnerungen an das Trauma gequält. Das ist ein psychopathologisches Symptom. Das nennt man Intrusionen. Sie sehen das Ereignis immer wieder ungewollt vor ihrem inneren Auge ablaufen, können dabei auch Körpersensationen wie Schmerz oder Sinneseindrücke, also dass sie dann einen bestimmten Geruch in der Nase haben, was sie damals erlebt haben, oder äußere Merkmale des Täters tauchen plötzlich auf, wiedererleben. Und sie entwickeln oder können das Gefühl entwickeln, das traumatische Ereignis quasi wirklich noch einmal zu durchleben. Und das sind dann diese sogenannten Flashbacks, also Intrusionen. Flashbacks lässt sich schwer gegeneinander abgrenzen. Flashback ist tatsächlich wirklich so diese komplette Erinnerung, wo du das Gefühl hast, du bist in diesem Geschehen. Und bei Intrusionen sind es eher so Fetzen, ja, die sich Teile der Erinnerung, die sich aufdrängen, aber letztlich ist es eine und dieselbe Geschichte. Typischerweise hast du vegetative Reaktionen, also das Vegetativum spielt bei der PTBS eine große Rolle mit intensiver Angst, Fluchttendenzen, Schlafstörungen, nächtliche Albträume, die wachen auf in der Nacht, schweißgebadet in panischer Angst und, was auch ganz typisch ist, für das traumatische Ereignis selber hast du eigentliche Erinnerungslücken. Ja, weil das war halt so schwer zu verkraften. Damit schützt sich die Psyche selber, macht eine Tür davor, macht zu. Also für das Ereignis, für das traumatische Ereignis besteht in der Regel komplette oder partielle Amnesie. Zweiter Symptomenkomplex ist das Vermeidungsverhalten und Einschränkung der allgemeinen Reagibilität. Ja, da viele Reize, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, bei den Betreffenden extrem aversive, also abwehrende Reaktionen verursachen, versuchen die Patienten verständlicherweise die Konfrontation mit diesen auslösenden Reizen, mit diesen Stimuli zu umgehen. Das nennt man Vermeidungsverhalten. Das heißt also, nehmen wir mal an, eine Frau wurde vergewaltigt, dann würde sie die Stelle, wo das passiert ist, also diesen Tatort weiträumigst umgehen oder umfahren, selbst wenn sie dafür erhebliche Umwege in Kauf nehmen müsste. Und das Vermeidungsverhalten kann so stark ausgeprägt sein, dass die Betreffenden bei Dunkelheit das Haus nicht mehr verlassen oder gar nicht mehr das Haus verlassen. Ja?
Das affektive Erleben ist eingeschränkt. Das heißt, Familienangehörigen gegenüber kann man keine zärtlichen, liebevollen Gefühle mehr empfinden. Das wiederum schafft dann neue Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, also irgendwo auch ein Teufelskreislauf. Und der dritte Symptomenkomplex, den wir haben, ist ein erhöhtes Erregungsniveau, nennt sich Arousal. Bei vielen Patienten mit PTBS besteht eine erhöhte psychische Reagibilität. Das zeigt sich in Reizbarkeit, in Anspannung, in Wutausbrüchen, Schreckhaftigkeit. Die haben das Gefühl, die müssen ständig auf der Hut sein. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ständig auf der Hut, dann bist du in einem wesentlich körperlich gesehen höheren Wachheitszustand, als wenn du entspannt irgendwo sitzt. Und diesen Zustand nennt man Hypervigilanz auf der Wachheitsskala. Die Wachheit ist die Vigilanz. Ihr habt eher die Einschränkungen der Wachheit, ne? Von Benommenheit, Somnolenz, Sopor und Koma. Das sind die Abstufungen nach unten. Aber du kannst auch die Hypervigilanz, die erhöhte Wachheit haben. Und das haben die eben typisch mit PTBS. Konzentrationsschwierigkeiten und auch hier wieder vegetative Zeichen durch diese Angst, durch diese Anspannung, durch diese Hypervigilanz, Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, Schlafstörungen und die Unfähigkeit, überhaupt mal runterzukommen, mal zu entspannen. Gefühle von Ärger und Wut, gerade bei einer lang andauernden, ständigen Erinnerung an das Trauma, kann gehäuft intensiv auftreten. Gelegentlich können die so ausrasten, dass es zu aggressiven Handlungen kommt. Selbstverletzungen, selten Verletzung, wenn auch diese Ausnahmen gibt es, bis hin zur Tötung anderer Personen. Ist immer Stoff für irgendwelche Krimis. So, und dann sind wir auch schon bei der Therapie. Wirksame Psychotherapien bei PTBS sind in der Regel immer traumafokussiert und gehen mit einer intensiven Thematisierung und Konfrontation des traumatischen Erlebens einher. Und da wären zu nennen die kognitiv-behaviorale Therapie, traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie und EMDR. Erspart mir dieses Wort auszusprechen, Eye Movement und Desensitization and Reprocessing. Ne, zeigen, also EMDR ist halt das Wort, was man kennt, zeigt die größte Wirksamkeit bei PTBS. Und das beinhaltet Methoden wie Psychoedukation, Selbstbeobachtung, Entspannungstraining, Stressimpfungstraining, Atemtraining, kognitive Umstrukturierung, Training sozialer Kompetenzen und die Reizkonfrontation sowohl in Senso als auch in Vivo, ja, also in Gedanken oder in der Realität. Ich nenne euch die einzelnen, weil die Therapie, das habt ihr jetzt gesehen, wird in Prüfungsfragen gefragt. Und es könnte ja auch mal sein, so sind die halt drauf, dass die jetzt einfach nicht schreiben kognitiv-behavioral oder traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie, sondern sie schreiben dann einfach Training sozialer Kompetenz oder Stressimpfungstraining. Und da habt ihr es dann schon mal gehört in diesem Zusammenhang und wisst, aha, das ist zwar nur ein Auszug, aber es gehört eben hier zu dem üblichen, zu den üblichen therapeutischen Methoden bei PTBS. Und das zweite Standbein natürlich ganz klar bei der Symptomatik, die ihr da jetzt eben gehört habt, könnt ihr euch vorstellen, pharmakologische Therapie ist ein zweites wichtiges Standbein und da vor allen Dingen Antidepressiva, Stimmungsstabilisierer. Aber da gucken die einfach, da machen die ihren Sack auf und gucken, was da angemessen ist, was hilft. Also das können auch Benzodiazepine mit Sicherheit mal für eine kurze Zeit sein. Ja, aber üblich Antidepressiva, Stimmungsstabilisierer. So, das war schon die alles, was ihr zu PTBS und diesem Thema eigentlich jetzt hier wissen müsst. Jetzt gucken wir uns die Frage nochmal an und ich bin gespannt, was ihr erinnert. Wir lösen es dann gleich auf. Also,
Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, das habe ich ja schon gemacht. Guckt es euch nochmal an und ich löse es jetzt auf. Genau, 2 und 5 ist klar. Häufig bestehen komorbide psychische Störungen und typisch ist das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen. Komorbide Störungen, psychische Störungen, das haben wir jetzt nicht besprochen. Aber A, wisst ihr, 1, 3 und 4 sind definitiv falsch oder sind falsch. Bei 4 kann man definitiv so noch nicht sagen, muss man vielleicht einmal gehört haben. Aber komorbide psychische Störungen sind halt häufig. So, jetzt gucken wir uns die Auflösung an. Klingt nach 3 Tagen nach dem belastenden Ereignis wieder ab? Natürlich nicht. Das spricht eher dieses Zeitfenster für die akute Belastungsreaktion und nicht für die PTBS. Die Dauer einer PTBS, die kann stark variieren, das könnt ihr euch vorstellen, je nachdem, wie traumatisch das Ereignis war, je nachdem, welche Person das erlebt hat. Bei den meisten Traumatisierten remittiert die Symptomatik innerhalb weniger Wochen. Bei Frauen durchschnittlich 48 Monate, Männer durchschnittlich 12 Monate. Sind die Patienten selbst vom Trauma betroffen, hält die Symptomatik in der Regel etwas länger an, als wenn sie nur Zeuge des Ereignisses waren und selber überlebt haben. So, aber jetzt hier richtig wahr, komorbide psychische Störungen, das heißt komorbide psychische Störungen, sie entwickeln zusätzlich noch weitere psychische Störungen. Und das kann man sich vorstellen, jemand, der so eine Symptomatik hat, der so leidet unter dem, der wird natürlich zu bestimmten Sachen greifen. Ne? Depressive Syndrome, klar, und der Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von Angst- und Anspannung reduzierenden Substanzen wie Alkohol oder Benzodiazepin-Präparate, da wird dann tatsächlich im Sinne eines Selbstheilungsversuchs, ja, oder bei Angststörungen, um das eben nicht mehr zu fühlen. Das kann sich äußern in Somatisierungsstörungen oder kann sich zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickeln. Und das auch hier, ganz wichtig nochmal genannt, Suizidrisiko etwa um das 8-fache erhöht bei Menschen mit PTBS. Ja. Traumafokussierte Psychotherapieverfahren grundsätzlich kontraindiziert? Natürlich nicht, das haben wir jetzt eben gesehen. Wirksame Psychotherapien bei PTS sind in der Regel traumafokussiert und gehen mit einer intensiven Thematisierung, Konfrontation des traumatischen Erlebens einher. Und wir haben genannt kognitiv-behaviorale Therapie, traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie, EMDR mit größter Wirksamkeit bei PTBS. Ja? Und zweites Standbein, die pharmakologische Therapie, ja klar, Antidepressiva und Stimmungsstabilisierer. So, und dann 4, nach Trauma, die meisten Betroffenen eine PTBS, ist schon blöd gefragt, eigentlich, ne, da müssten schon die Alarmglocken angehen. Die meisten klingt fast so wie immer und immer, habe ich gesagt, ist immer falsch. Obwohl, also ist nicht ganz so bei den meisten, obwohl etwa 2/3 aller Menschen im Laufe ihres Lebens ein Trauma erleben, muss man sagen, entwickeln nur etwa 10% der Betroffenen eine PTBS. Ja, also definitiv nicht die meisten. 10%, also sonst würden eben die meisten Menschen mit einer PTBS um uns herum laufen. Ja, nein, Gott sei Dank nicht. Aber typisch ist das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen oder Träumen eben in Form von Intrusionen oder Flashbacks. Das ist das, was typisch ist. Neben den anderen phobisches Vermeidungsverhalten, ne? Abflachung der allgemeinen Reagibilität, Anhedonie und psychophysiologische vegetative Übererregbarkeit. Als Symptomenkomplex haben wir ja durchgesprochen. Ja, das war's zur PTBS und auch ein bisschen allgemein zu den Anpassungsstörungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich euch wirklich von Herzen bitten, dann like das Video. Wer Interesse an einer Prüfungsvorbereitung hat, genauso in der Art, wie ich das hier mache,
Auch mit den Folien und mit meinem kleinen Bild. Der findet den Link unter diesem Video zu meiner Internetseite und findet dort das Angebot zur Prüfungsvorbereitung, findet überhaupt auch das Angebot zur Heilpraktiker-Ausbildung. Wenn ihr eine Frage an mich habt, könnt ihr euch auch zu einem telefonischen Beratungstermin eintragen oder ihr könnt mich per E-Mail kontaktieren. Ich freue mich. Ja, und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal und freue mich, wenn ich euch wiedersehe.